Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Train Simulator 2014. Hier begegnet uns gerade ein Zug. Ich fahre noch ein bisschen das Abstellgleis entlang. Ich würde sagen, hier bremsen wir ab. Fährt der auf dem Hauptgleis? Ne, auch auf dem Nebengleis. Ich wollte ja gerade sagen. Hier muss ich rausgucken. Moment, um nach hinten zu gucken, muss man hier so. Der hält nämlich auch schon fast. Welche Wagen muss ich denn abkuppeln? Natürlich von hinten begonnen. Ausgezeichnete Arbeit. Sie haben Victorville erreicht. Kuppeln Sie Ihre Loks vom Containerzug ab. Sie bleiben erst einmal hier. Die Loks vom Con. Was? Steht da ankuppeln? Hinten an. Okay. Das macht Sinn. Also das heißt, weg mit dir. Diesen Teil der Aufgabe haben Sie gut gemacht. Es gibt allerdings noch mehr zu tun. Als nächstes müssen Sie nach East Victorville fahren, wo noch mehr Güter auf Transport warten. Wird gemacht. Da 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 da. Wie lang noch? East Victorville. Ost. Wo zur Hölle liegt Osten? Warte mal, was? East Victorville. Moment. Ach gut, er ist hier. Ja, okay, gut. Gut, hat mich nämlich schon gewundert. Da, 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 da. Ich habe gerade irgendwelche sinnlosen Töne gemacht und jetzt erinnert mich das Lied schon wieder an Männer und Frauen sind das nackte Grauen, wie sie sich stundenlang tief in die Augen schauen und Männer ihren Männer so wie... Ich weiß nicht, wie es genau geht. Aber hat mich gerade daran erinnert. 416.000 LBS. Was zur Hölle heißt das? Maximales Speed-Tempo 75 Meilen pro Stunde. Oder auch Miles per Aus. Aus und vorbei. Haha, ich bin langsamer als ihr Pfeifen. Und habe ich dabei Fastbild, das zu sagen, haha, ich sollte trotzdem mal ein bisschen abbremsen. Also, abbremsen, habe ich gesagt. Und jetzt gehe ich wieder an den Führerpult. Entschuldigung. Ich halte das schon nicht bei den Let's Plays ein. Führerpult. Ja, jetzt kann ich es auch ganz sagen. Führerpult. Oder auch Fahrpult. Aber hier gibt es nur ein Führerpult. Und kein Fahrpult. Führerpult. Die Klappen fahre ich nochmal aus, weil ich es witzig finde. Nein, die bessere Antwort wäre, weil ich's kann. Was? 7.799. Was zur Hölle heißt das? Ich will nicht zum... Nee, auch von hier erkennt man sich. Okay, und jetzt gehe ich nochmal runter in die Hölle. Also dann tschüss. I've gone a highway to hell. Du, du, der wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Also dann, ich gehe mal in die Hölle. Hör die Folge nicht Hölle.
I've gone a highway to hell. Die Hölle ist aber ziemlich weit weg. Und außerdem. Ja, ich glaube, ich muss aber leider gleich abbremsen. Ich will noch sehen, wie die Landschaft ver. Ich bremse viel zu stark ab. Ich muss noch sehen, wie die Landschaft verschwindet. Ha! Landschaft verschwinde! Verführerisch! Was? Alter, zur Hölle ist es ja noch weit. In die Hölle will ich nicht gehen, dauert mir so lang. Und außerdem ist der Highway ja auch zu. Da dauert's noch 10-mal länger. Ja! Ich soll an East Victor Will halten. Okay. Mann, oh Mann, guckt mal, was ich kann. Haha, ich bin langsamer als ihr. Was für Pfeifen. Okay, gut. Zack, rein damit. Und dann gehe ich nochmal kurz hier raus. Ab! Der neue Ab! Das mache ich hoch. Was ist das hier? Eine Lüftung oder so? Und stopp! Na, wobei, wir können auch weiter vorne halten. Und mit weiter vorne meine ich genau hier. Und stopp. Perfekt. Okay, wir müssen ja zu 5 rüber, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja. Und dazu müssen wir wahrscheinlich dann hier so und dann hier so zurück. Deshalb mussten wir wahrscheinlich auch hier halten. So, jetzt kommt wahrscheinlich gleich eine Anweisung. In 3, 2, 1. Okay, sie sind in East Victorville angekommen. Ihre zweite Lieferung an diesem Tag ist der leere Kohlezug, Kohle, der neben ihnen wartet. Sie müssen an sein vorderes Ende ankuppeln und ihn dann nach Oro Grande bringen. Wird gemacht, Boss. Mann, oh Mann, guck mal, was ich kann. Nein, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Ich würde sagen, hier bleiben wir schon stehen. Na, keine Notbremsung. Eine notgeile Bremsung muss jetzt auch nicht sein. Und da rein? Nein, warte. Das stimmt nicht. Da rein hätte ich, würde ich gerne. Aber so. Zack, zack, zack. Und rückwärts. Jetzt muss ich aber mal gerade gucken. Wegen hier weiter geradeaus, ob das hier alles so passt. Ich muss trotzdem. Ah! Am Mann zugucken. Nee, Notbremsung will ich. Notbremsung will ich nicht, habe ich gesagt. Genauso wie Victor will. Hier kennt man es sehr schlecht, aber man erkennt's. Nein, ich wollte ja Gas geben und nicht abbremsen. Ah, perfekt. Gut, Sie sind bereit zur Abfahrt. Ziehen Sie die Lieferung nach Oro Grande, Abstellgleis 4. Wendepunkt. Was? Der Zug? Da steht irgendwas mit der Zug ist ein Gleis oder so. Ich mach mal kurz eine Speicherung. Auch wenn das vielleicht dumm war. Ich konnte das nicht lesen, was da oben steht. Jetzt könnte ich es vielleicht lesen. Vielleicht der Zug ist falsch rum angekuppelt oder so. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, weil dieses komische Häuschen ist ja immer hinten. Jetzt gucke ich aber trotzdem mal nach den Weichen. Ob da alles richtig gestellt ist. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Würde mich über ein Like freuen. Ob die Weichen richtig gestellt sind, gucken wir morgen weiter. Ich gucke es heute nach, aber... Ihr seht es ja erst morgen. Und vielleicht kommen wir ja nächste Folge sogar an. Bedanke mich fürs Zugucken, würde mich über Like freuen.